Grundsätzlich, und das denke ich, wissen wir alle, ist genug Zeit, Ruhe und Energie wichtig für ein gut laufendes Gespräch. Und das heißt im Umkehrschluss, dass wenn ich mit einem Tierarzt etwas besprechen möchte, mich vorstellen möchte oder ähnliches, dann würde ich immer versuchen, einen Termin vorher auszumachen, damit die Wahrscheinlichkeit, dass Zeit für das Gespräch ist, relativ gut ist. Wenn möglich, würde ich versuchen, dieses Gespräch eher zeitlich am Rand der Sprechstunde zu haben. Und günstig ist es sicherlich auch, wenn es so zu legen ist, dass man das nicht gerade als letzten Termin am Abend legt, weil da ist einfach die Energie schon ein bisschen, bei vielen Menschen schon ein bisschen im Keller. Bei mir auf jeden Fall bei dieser Hitze definitiv. Für mich selber hat sich für Kommunikation bewährt, sich mit dem Modell gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg etwas intensiver zu befassen. Deswegen habe ich das hier nochmal mit aufgeführt, ohne da jetzt näher drauf eingehen zu wollen. Wichtig ist mir da eigentlich dieser Punkt 1, auf den ich vorhin schon mal kurz eingegangen bin, das Beobachten, dass wir eigentlich uns alle versuchen, sehr zu schulen, bei unseren Hunden erstmal zu beobachten, bevor wir beurteilen. Das bringen wir ja auch in der Regel unseren Tierhaltern oder Hundehaltern bei oder versuchen es zumindest. Und das auch bei Menschen erstmal auf diesem Level zu halten, denke ich, ist sehr hilfreich. Wenn wir jetzt vor der Pause noch kurz einsteigen in das Thema, wie stelle ich mich vor? Dann ist es ja im Prinzip so, es kann zwei Ausgangssituationen geben. Entweder ihr geht davon aus, dass euer Gegenüber der Meinung ist, die Methode ist super. Oder sagen wir mal, ihr habt einen Tierarzt, von dem seid ihr überzeugt, der ist der Meinung, gutes Training ist richtig wichtig. Dann müsst ihr nur noch ihn davon überzeugen, warum ihr ein guter Kooperationspartner als Trainer seid. Oder die andere Möglichkeit wäre, ihr geht davon aus, dass euer Gegenüber noch nicht so wirklich davon überzeugt ist, dass eure Methode, die ihr anwenden wollt, gut ist. Nehmen wir mal die Physiotherapie. Angenommen, ihr seid Physiotherapeut mit einem Indoor-Pool, wie wir das vorhin auf dem einen Foto hattet, und euer Gegenüber ist vielleicht noch nicht wirklich überzeugt, dass Schwimmen, kontrolliertes Schwimmen eine gute physiotherapeutische Maßnahme ist, oder ihr habt vielleicht mit jemandem zu tun, der euer Berufsbild insgesamt für überflüssig hält. Dann haben wir zwei unterschiedliche Ausgangssituationen. Jetzt bleiben wir erstmal bei dem Thema persönlich überzeugen, dann ist ganz klar, dass Auftreten und Kleidung wichtig ist und wichtig ist, wie sicher ihr euch in der Situation fühlt. Und da ist es individuell verschieden, wie sehr es einem liegt, einfach irgendwo hinzugehen, sich und seine Methode vorzustellen. Es gibt sicherlich einige unter euch, die sagen, kein Problem, mache ich gerne. Und es gibt andere, die vielleicht sagen, ja, mit dem Kunden rede ich gern, aber da in die Tierarztpraxis gehen und mich vorstellen, bereitet mir schon ein bisschen Bauchschmerzen. Und dann kann es sinnvoll sein, einfach so ein Gespräch mal mit Freunden zu simulieren, einen Text schriftlich auszuarbeiten und auch die eventuell auftauchenden Fragen sich einfach mal aufzulisten. Und wenn ihr in einer Region seid und sagt, okay, da gibt's Kooperationspartner, die sind wichtig und andere sind weniger wichtig, dann neigen viele dazu, die potenziell wichtigen als erstes aufzusuchen. Und ich würde das genau umgekehrt machen. Ich würde vielleicht mit denen, die eher so am Rand eures Arbeitsgebiet sind oder von denen ihr denkt, die Praxis ist mir nicht so wichtig, weil die ganz anders ausgerichtet ist, weil die extrem klein ist oder so. Mit denen würde ich anfangen und würde dann langsam Routine gewinnen und mich zu einer, dann sozusagen zu den wichtigeren eventuellen Kooperationspartnern vortasten. Prinzipiell mag ich diese Folie, die eigentlich fürs Hundetraining gedacht ist, total gerne. Wer schon mal in meinen Vorträgen war, hat die auch schon mal gesehen. Die sagt im Prinzip in der Kurzzusammenfassung, dass es einen Cortisolspiegel gibt, der nicht
ganz, ganz niedrig ist, aber auch nicht ganz hoch, sondern so irgendwo im unteren bis mittleren Bereich liegt, der optimal für das Lernen ist. Und das gilt dann sowohl für mein Gegenüber als auch mich. Das heißt, wenn das Stresslevel zu hoch wird, kann ich dem versuchen, sehr viel Neues zu erzählen und es wird nicht ankommen. Wenn der aber auch komplett erschlafft, müde und oder so super entspannt ist, dass er eigentlich schon komplett auf Feierabend geschaltet hat, wird auch nicht viel hängen bleiben. Und da ist es halt wirklich wichtig, dass ich bei meiner Terminfindung darauf achte, dass das so gestaltet ist, dass das nicht an einem der beiden Extreme ist. Deswegen, wie gesagt, auch einen festen Termin vereinbaren. Und wichtig, mir ging es am Anfang so, als ich so frisch mit Telekin Touch fertig war, dass ich so super begeistert war und den Leuten dann ganz viele Infos geben wollte und die damit komplett überfordert habe. Und auch Tierärzte haben meist nicht so wahnsinnig viel Zeit und wollen deswegen kurze, knackige Sätze hören, warum sie sich mit einem Thema befassen sollen. Und wenn sie dann überzeugt sind, dann sind sie auch bereit, eventuell ein bisschen länger dabei zu bleiben.